geht's los. Genau, hier bei dieser Tür findet gerade die Eröffnungsfeier des diesjährigen Seesüchte-Festivals statt. Und das ist ja bekannterweise das größte internationale Studentenfilmfestival Europas. 100 Filme aus 28 Ländern werden hier in Babelsberg die nächsten Tage gezeigt. Das diesjährige Thema ist Echo. Wir sind Jelena und Joldasch und für Xenon TV natürlich für euch hier am Start. Herr Jelena, mich würde mal interessieren, was die Besucher eigentlich so vom Festival erwarten. Das seht ihr jetzt. Wie es später wird, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber jetzt bin ich positiv überrascht. So viele Leute sind hier, das Kino war voll, die Stimmung war gut. Es macht alles einen sehr professionellen Eindruck. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich fand, das hat man jetzt auch schon gesehen bei der Eröffnung. Ich fand das eigentlich sehr schön ausgewählt, als es die unterschiedlichen Eindrücke, die wir gekriegt haben. Und das fände ich eigentlich am interessantesten so. Ein bisschen mehr Lebendigkeit gewesen, mehr Leben. Qualität der Filme fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich erwarte mir ganz unterschiedliche Filme, also kreative Filme, die nicht so auf ausgelatschten Wegen laufen, weil deshalb gehe ich auch zum Studentenfilmfestival. Mich würde hier mal interessieren, wie das Ganze hier so entstanden ist. Wenn es auch Aussage geht, dann kommt hier die Lösung. Meine reizende Kollegin Anne-Sophie hat sich für uns beim staubigen Archiv der Filmuni Babelsberg umgesehen und hat daraus einen kleinen, netten Beitrag gezaubert. Schaut selbst!